Hallo ihr Lieben, willkommen wieder zurück zu meinem Channel. Und zwar habe ich mir gedacht, ich drehe mal für euch diese Storytime-Videos, die ihr schon wahrscheinlich gesehen habt. Also ich gucke mir meistens die amerikanischen an, daher weiß ich davon. Und ich dachte mir, dann mache ich das mal auch. Und zwar würde ich sagen, wir fangen direkt mit der Story an. Also, das war die Story, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das war. Es muss, glaube ich, so vor 4, 5, 6 Jahren gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall, ich war unterwegs. Entweder ich war mit meiner Schwester oder einer Freundin von mir. Das weiß ich irgendwie auch nicht mehr, wer neben mir saß. Und wie, ich weiß aber noch, wir fuhren Richtung... Also ich wohne ja in Berlin, Wedding, und wir fuhren in Richtung Seestraße. Ne, wir fuhren nicht in Richtung Seestraße, sondern wir fuhren in Richtung Osloer Straße. Auf jeden Fall, genau, wir steigen da ein in die U-Bahn. Wir setzen uns auf diesen Viererplätzen, die ihr kennt, halt. Zwei hier, zwei da. Und da saß eine Frau uns gegenüber. Und die Bahn war jetzt nicht wirklich so voll, aber es war okay. Dann, wir sitzen da so, dann haben wir uns so, ich unterhalte mich so mit meiner Freundin oder meiner Schwester, das weiß ich nicht mehr. Wir unterhalten uns so, lalala, pipapo. Und dann... Irgendwie, ich muss meine Hände entweder so gehalten haben, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt wirklich dazu kam. Auf jeden Fall, auf einmal diese Frau von... Gegenüber von uns, zwar eine deutsche ältere Frau, um die 40, vielleicht so Richtung 50, ich weiß es nicht. In diesem Alter auf jeden Fall. Auf einmal sagt sie zu mir, ich kann es nicht schon allein, wenn ich das erzähle, ich kann es auch noch nicht fassen. Auf jeden Fall, sie fragt mich, nee, sie hat erstmal gesagt, wow, sie haben da aber einen schönen Ring. Und meinte, ja, der ist ja richtig schön und so. Und ich so, oh, danke schön. So wie ich immer reagiere, wenn man mir Komplimente macht, weil, wisst ihr? Und ich sag so, danke schön und so, voll lieb. Ganz normal, wisst ihr? Ich habe auch nichts weiter erwartet. Wieso denn auch? Hallo, das ist doch nur ein Kompliment. Was soll man denn da noch erwarten? Die Frau, das war so eine aufgetakelte. Also sie war für ihr Alter sehr aufgetakelt, würde ich sagen. Aber nicht negativ, sondern eigentlich gut aufgetakelt. Und sie trug selber so, sie hatte die ganzen Finger, hatte sie überall Ringe dran. Und hier auch. Sie hatte mich ja gefragt, ob der Ring echt ist. Es war nämlich so ein Ring, den ich jetzt gerade nicht finde. So ein Silberring, den ich bekommen hatte von meiner Mutter. Ich und meine Schwester hatten einen bekommen. Ich weiß noch, die haben wir damals bei Rossmann geholt. Die verkaufen ja da auch so Silberringe. Silber ist halt jetzt nicht so teuer. Und genau, wir beide hatten den bekommen. Den hatte ich ja gerade drauf. Und sie hat ja, die Frau hatte mich gefragt, ob der echt ist. Ich so, ja, der ist ein echter Silberring. Gut, fertig. Kompliment gemacht, gefragt, alles easy peasy. Ich habe mich auch gar nicht weiter mit ihr beschäftigt. Und dann auf einmal, fängt sie an, vor sich hinzureden. Ja, in Afrika, die Menschen sterben, aber sich hier einen echten Silberring leisten zu können, dann müsste man echt glücklich sein, dass man damals überhaupt aus Afrika rauskam. Und Leute, was hättet ihr gemacht? Was hättet ihr gemacht? Bitte schreibt es mir unten in die Kommibox. Ich konnte es in dem Moment nicht fassen, was diese Frau gesagt hat. Ich war perplex. Wisst ihr, es ist wie so ein Schock. Gerade noch so nett und freundlich. Auf einmal fängt sie an, so eine Sache zu sagen. Und ich denke mir so... Und ohne Scheiß, ich habe damals nichts sagen können. Ich war zu...
Wir konnten es beide nicht fassen. Wir haben uns angeschaut, die Frau angeschaut und die ohne Hemmung. Sie hatte, ey, ihr war nichts peinlich. Ohne Hemmung, sie schaut auch noch weiter so. Sie sitzt da so, schaut noch weiter. Fühlt sich richtig gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe nichts gesagt. Ich habe diese Frau angeschaut. Also, mir fehlen bis jetzt immer noch die Worte. Mir fehlen immer noch... Jedenfalls, ja. Ich saß da. Ich konnte nichts machen. Aber diese Erfahrung, diesen Tag, werde ich nie vergessen. Ich werde das nie vergessen, weil das war der Hammer. Das war einfach der Hammer. Wie kommt sie auf diesen kleinen billigen, was weiß ich, 20 Euro Silberring, ja? Fängt sie an, irgendwas zu reden von Afrika und wie ich mir das leisten kann? Was? Dein Ernst? Ist dein Ernst? Oh mein Gott. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, wie Menschen so sein können. Und ja, das war sie. Das war die Story meines Lebens. Nein. Also ja, das war meine Storytime-Geschichte. Und für die, die Fragen haben wegen dem Lippenstift, den ich drauf habe, das ist ein Lippenstift von MAC, Instigator. Vor kurzem geholt, ja. Und die sich wundern, meine Haare. Ja, ist so ein Half-Wig. So eine halbe Perücke. Und nicht echt Haar. Vor kurzem geholt. Und ansonsten, wenn euch meine Storytime-Geschichten gefallen oder diese Geschichte euch gefallen hat, freue ich mich dann natürlich über Likes. Ich freue mich darüber, wenn ihr meinen Channel abonniert, meinen Channel teilt, auch noch andere sehen können, was ich hier so mache. Und ansonsten, ja, das ist heute meine erste Storytime-Geschichte und wir sehen uns dann in meiner nächsten Folge.